Ja, hallo zusammen. Espresso TV präsentiert Ihnen jetzt hier absolut besonderes Highlight. Es ist jetzt schon Espresso-Maschine der Oberklasse. Und zwar nennt sich die Electra Belle Epoque. O heißt die O für Kupfer und Messing. Also die ist wirklich sehr, sehr edel verarbeitet. Und das besondere Kunstwerk daran ist, dass ich die jetzt hier mit Tankbetrieb laufen habe, obwohl das Maschine ist mit Festwasseranschluss. Dazu gibt es natürlich ein paar Tricks. Das ist hier die Kommode. Jetzt öffne ich hier mal kurz die Tür, Martin. So, und wenn man dann jetzt hier reinschaut, sieht man hier die fette Rotationspumpe. Und hier ist das Zuwasser und hier das Abwasser. Und so funktioniert es dann ganz einfach. Und so kann man dann praktisch eine Gastromaschine, kann man dann nämlich auch praktisch für zu Hause benutzen mit der ganzen Performance. Und das ist halt wirklich ein kleines optisches Highlight in Kombination mit der passenden Mühle. Das ist die MXP von Elektra. Die drehe ich gerade mal rum, dass man auch mal die Rückseite sieht. Das ist von MAGAP gefertigt und Scheibenmalwerk 57 mm. Und dazu der passende Elektra-Abklopfkasten. Hier, also auch super gut verarbeitet, und jetzt lege ich einfach mal los. Wichtig ist natürlich, dass die Tassen immer vorgewärmt sind. Und jetzt wollte ich einfach mal einen einfachen Espresso-Shot machen. Dazu bereite ich mir einfach alles vor. Nehme hier den Siebträger zur Mühle. Und das hier ist jetzt praktische Mühle mit Dosierbehälter. Da muss ich natürlich immer schauen, wie viel Menge drin ist. Ich nehme jetzt in etwa so viel, dass das hier geschlossen Oberfläche gibt, und dann setze ich das einfach hier drunter und drücke drauf. Dann streiche ich hier nochmal ab und drücke nochmal nach. So, sitzt so richtig hier. Wenn ich jetzt zu viel Kaffeemehl habe, kann ich das auch wieder hier oben reinleeren, also ist kein Problem. Und jetzt spanne ich das ein. So, und drückt dann hier den rechten Knopf und die Pumpe läuft. Und jetzt schaue ich einfach mal, ob was rauskommt und wie das ausschaut, was rauskommt. Und das Ergebnis schaut schon sehr appetitanregend aus. Ich weiß nicht, ob man es so sieht in der Kamera. So, und dann, wenn ich genug habe, drücke ich einfach wieder auf den Knopf und fertig. Also von der Crema und so weiter ist es sehr gut. Gefällt mir schon super, das so richtig haselnussbraun passt hier fast perfekt zum Kupfer-Messing-Design von der Maschine. Ich probiere mal kurz. Tada. Wow, also das schmeckt richtig gut. Und das Kunstwerk ist halt wirklich, hier die Mühle einzustellen. Da hat man dann hier so Rastfunktionen. Guck mal kurz, hier sieht man dann, wenn ich jetzt Richtung Fein drehe, muss ich in die Richtung, und in grob eben, wo Grossa steht, in die Richtung. Und vom Endergebnis ist es super. Jetzt guck mal nochmal, ob die auch aufschäumen kann, die Maschine. So, lasse ich immer kurz das Kondenswasser ab. Dann setze ich das hier an, hier so leicht schräg, drehe auf. So, ich halte jetzt die Milchschaumkanne ein bisschen schräg, damit man sieht, dreht das Dampfventil voll auf und tauche jetzt schon relativ weit ein. Und wenn es jetzt heiß wird, dann höre ich einfach auf und drehe wieder zu. So. Jetzt sollte man natürlich hier das Ganze abwischen. Nehme ich hier einfach so ein kleines Tuch, wisch ab. Und dampf noch mal kurz nach. So, und fertig.